verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Und zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. So, wir haben den Spielstand nochmal neu geladen, weil ich nämlich einen Scheiß gebaut habe. Ich habe aus wie ein Heilspray genommen. Und deswegen habe ich neu geladen, weil ich wollte das jetzt nicht irgendwie wegschmeißen. Ich brauchte das ja nicht. So, Dietrich. Kriegen wir das auf? Yep. Okay, mach auf. So, erste Hilfearznei. Noch eins, sehr gut. Okay, hier ist das Schnellmenü. Sehr gut, dann können wir hier, falls wir eine Waffe oder was kriegen sollten, können wir dann schnell wechseln. Okay. Muss es kaputt gehen. Pistolmunition. Sehr gut. Und jetzt müssen wir eigentlich auch das Zeug hier wegschneiden können an dem Kasten. Oh, das ist doch unser Auto. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich... Oh mein Gott. Ach, ja? Hey, das Tor! Das Tor! Scheiße. Vorbei, Junge! Ich war in der Mitte hier. Ich bin ein alter Mann, Junge! Du kannst es nicht mit deinem alten Mann aufnehmen! Kratzt ist er ja schon. Okay, probieren wir es nochmal. Es ging jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Mal nur schauen, wie sie das machen, wenn der im Auto drin sitzt. Der alte Schlingel, der. Okay, weiter.
müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Ja, die Waffe holen. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Trifft er mich, der Penner. Du bringst mich um und ich komme sofort zurück. Gelb. Das musst du schon besser machen, Junge. Mistschwein. Okay, schauen wir mal, ob ich hier den irgendwie ausweichen kann auf der großen Fläche. Ah, fuck. Ist der down oder nicht? Elendiger. Ekliger. Okay, er scheint hin zu sein. Boah. War das jetzt ein Bosskampf? Ich denke schon, gell? Weil das ist ja eigentlich einer von den schlimmen Fingern. Oh, wir sind rot. Ich glaube, ich werde mal ein Mittel nehmen. Aber ich kann doch jetzt eigentlich... Ich habe ja ein... Kann das ja eigentlich kombinieren, gell? Genau. Gut, jetzt zwei Mittel. Da geht es anscheinend hoch. Ah, sehr schön. Das dritte. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Ne.
Da ist ein Schlüssel, Autoschlüssel. Okay, das bringt uns aber nichts, weil das Auto ist im Arsch. Aber eigentlich müsste doch der Polizeiwagen noch draußen stehen, gell? Man sieht ja aber leider, glaube ich, nichts. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Kann man hier nicht hoch? Leiter, warum komme ich denn da nicht hoch? Hä? Oh! Habe ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! What the fuck? Boah. Okay, ich glaube, der ist jetzt wirklich hin. Okay, jetzt gehen wir mal hier hoch. Na, was ist das? Ja, was kann ich jetzt hier machen? Ich habe das Ding jetzt losgedreht. Ochsenstatue. Könnte doch eventuell was sein für die eine komische Tür da. In dem Haus drin. Flintenmunition, geil. Da krieg ich bald eine Schrotflinte oder sowas. Ah, okay. Ah, alles klar. Okay, kenn mich aus. Okay, ich bin noch grün. So. Hier haben wir alles abgesucht. Gab es hier noch irgendwo was mit Schlüssel? Muss ich fast noch mal schauen, ob da irgendwo was abgeschlossen war. Ich habe eigentlich bloß, war bloß Autoschlüssel, gell? Und die kann ich eigentlich nichts machen. Aber wir gehen jetzt speichern. Und überspeichern bitte. Das hier. Yep. Alles klar. Inventar, wie sieht es aus? Wir werden... Das brauchen wir wahrscheinlich jetzt noch. Ich weiß nicht, ob wir den Schlüssel brauchen. Wir werden aber mal die Schrotflintenmunition weglegen. Okay. So, wir werden jetzt schauen, ob wir die Tür jetzt öffnen können. Genau, weil hier nämlich, hier ist das Wappen nämlich, was abgeht. Zack. Wow, what a mansion. Sieht fast aus wie das Herrenhaus hier mit der Lobby. Ein bisschen kleiner natürlich, aber auch mit den zwei Treppenaufgängen. Schießpulver. Antike Münze. Für was brauchen wir die? Oh, jetzt klingt das Telefon schon wieder. Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst
was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Okay. So, gibt's hier irgendwie nur ein Tonband oder so, wo man speichern kann? Shoot me. Schieß auf mich. Genau, hier nehmen wir das Kraut mit. Ruhe. Hier ist hier und dort Trophäe. So, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Und schauen uns dann natürlich die nächste Folge an, wie es denn hier in dem Bereich von diesem Haus weitergeht. Jo, und bis dahin würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Abo oder auch einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, bis bald, euer Andi.